Zeit. Geburtstag habe ich heute also nicht vor einem Jahr. He? Ich hole ihn ein bisschen aus, weil es ist mir in die Hand gekommen von unserem Archivar Stadumase. Hat herausgefunden, dass wir bereits zum 70. Mal Sprüchle haben, Zwillisau. 1950 ist erstmals ab 16:30 diverse Sprüchlingruppen oder Schnitzelbänke in den Gaststube von uns zu ihrem Auftritt kommen. Allerdings haben sie zuerst müssen üben und das haben sie im Singsaal vom Stadtschulhaus gemacht, die ersten Proben. Vielleicht ganz eine kurze Anekdote, wie das dann war, sehr streng. Und ganz anders wie jetzt. Kleine Anekdote, ich soll jetzt Deutsch vielleicht erzählen, ist ein bisschen präsenter. Die Texte der Schnitzelbänke mussten der Polizei vorgelegt und durch diese geprüft werden. Wegen Amtsbeleidigung oder sonstige Unrühmlichkeiten. Erst mit dem Stempel der Polizei durften diese Verse dann auch vorgetragen werden. Und daran steht natürlich, glücklicherweise ist es heute natürlich ganz anders. Und ich hoffe, dass die Polizei wirklich nicht hierher gekommen ist. Und dann lassen wir es krachen. Den Moment zum 70. Mal. Wir fangen an, ich will nicht weiterreden, wir sind nicht für das da. Duo Sparflamme, das sind die ersten von 8 verschiedenen Gruppen. Bitte schön, Duo Sparflamme! Jetzt Telen ab auf YouTube abonnieren, da siehst du Beiträge häufig zuerst. Ja, Papperlapapp, reden können alle zusammen davon.
was ist denn das da? Lassen Sie die Hände weg, Sie sauber gelesene Tante. Das ist mein Büro. Da sind alle Pendenzen vom heutigen Tag. Sie, kleine Riede, Sie haben Pendenzen? Was sind denn das für Pendenzen? Ja, ja. Drücken Sie mal auf die Taste. Kilowattimme, was denn? Hä? Ja, können Sie nicht Schwedisch? Nee. Ach, Schwedisch, das bedeutet auf Deutsch nichts anderes als Aussicht auf Vergütung von Kilowattstunden. Mhm. Jawohl. Ja, und wie sieht es denn da so in Willisau aus? Nun, ganz schlecht. Ganz schlecht. Also, gut, ein paar Sachen haben wir gesehen, da machen Sie Fortschritt. Aber also, es hat also schon noch so, wir können also schon noch so ein bisschen, wir können also schon überall noch ein bisschen sparen, he? Also das ist so, zum Beispiel im Restaurant Obertor. Habe ich gehört, der Rangsteller gesagt, der hat das letzte Jahr nur die Hälfte vom Abfall abgeliefert. Ja, und wie haben Sie das gemacht? Ja, schauen Sie mal da. Aha, deshalb. Ja, naja, also so kann man wirklich Energie sparen, ja? Und jetzt zeige ich Ihnen mal, dass auch noch andere Wirte Kilowattstunden einsparen. Zum Beispiel der Mafioli, das geht noch hinten. Ja, also der wird doch im Willisau, habe ich gedacht. Nein, nicht mehr. Nein. Wegen der Behörden ist er eben auf Gatno gezügelt. Er hatte ein kleines Problem mit dem Stadtrat und mit der Regierung. Aber jetzt mit der Fusion, ne? Jawohl. Hä? Ja, was haben denn diese durchgestrichenen Jaskarten mit Energiesparen zu tun? Die? Ja, da das Banner zum Beispiel. Das Banner ist eine Fahne, oder? Das Gatno hat er keine dieser blöden Fahne an der Fassade, wo wir immer Schatten geben in den Beinen sind. Oder da der König. Ich meine, das Gatno hat so keinen Kaiser und keinen Papst. Dort ist er selber der König. Ja. Ja, und der Unter- und der Ober, der ist da drauf, weil er hat es mal weder ein Unter- noch ein Restaurant Obertor, wo ein Mitbewerber Konkurrenz könnte machen. Mhm. Aber Jaskarten, kann dieser Mafiosi denn jassen? Er ist am Lehren, jetzt, wo er ja eigene Jaskarte hat. Ah, der hat die gekauft, der hat Jaskarten gekauft. Nein, der hat keine gekauft. Es sind doch da vier Willisauer zu ihm hinterher, geht die Nacht auf, Gatno. Und noch in der Nacht haben sie das Gefühl gehabt, das Jässli zum Verdauen, haben die Jasskarten ausgepackt, von Jassen. Das ist nicht lang gegangen, er ist gekommen, hat noch die Jasskarten weggenommen. Ah, okay. Ja, und wo wir jetzt gerade beim Haus zu sind, ich habe gehört, der hätte es mit der Rechtschreibung nicht so genau genommen. Ja, das könnte man so sagen. Aber übrigens, jetzt hier in seiner ehemaligen Beizzwille so. Da wird die Extremenergie gespart. Die tun gar nicht mehr heizen. Ah ja, aber dann frieren ja die Gäste. Also nein. Frieren, die haben so schöne Pullis an wie ich, gell? Nein, die gehen dann kalt in die Küche raus. Ach so, in die Küche. Ja, aber in die Küche. Ja, was? Da gehen sicher nur 6 Gäste rein, oder? Nein, da haben alle 8 Platz. Ja, aber wenn Sie jetzt in die Küche gehen, da, also die Küche ist ja nicht kalt, ist das denn da warm? Ja, ja, das ist ganz warm. Schauen Sie mal da. Da ist doch der schöne Ständer vom Trottoir. Da steht, wenn er offen, alles drum und dran. Und er schreibt eindeutig, der hat nicht nur eine Wärmelampe in der Küche, der hat sogar eine Wärmeküche.
Steht da ganz deutlich, warte, ich kann es noch etwas grösser, dass ihr es besser lesen könnt. Das ist natürlich Spaß. Super, ja? Ja, ja. Und jetzt haben wir es mit dem Wert gehabt. Und die anderen Werte, sparen die auch? Ja, ja. Zum Beispiel da im Möhren. Da tun sie so sparen. Schweinespeise? Ja, ja. Wie haben Sie denn das rausgefunden? Ja, da steht irgendwie auf der Speiskarte, dass Sie zum Beispiel Schweinssparer-Ripsdünger verkaufen. Auch noch etwas grösser. Es ist ja schon gut, wenn die Wirte Energie sparen, aber gibt es da vielleicht noch andere, die auch Energie sparen? Nicht nur die Wirte vielleicht? Oder? Ja, anders gewesen. Zum Beispiel der Willi Sauerbötu. Ah ja, ja, wirklich? Der tut jetzt so sparen. Also die Zeitung können sie nicht noch dünner machen. Darum haben sie jetzt beim Strom sparen. Schauen Sie mal da. Schriftzug, hä? Gott sei Dank. Ja, das ist ja gut. Das sind die genau. Oder wir haben ja noch eine Metzgerei zu Willisau, eine richtige. Und die tun dafür mit den Buchstaben sparen. Ah, oh ja, tatsächlich. Flexible Mitarbeiter. Genau, flexible Mitarbeiterin. Ja, du weißt was? Ich glaube, das hätte ich auch gerne. Gell, so eine flexible Chefin, gell? Was auch immer das bedeutet. Gell, so eine flexible Chefin. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt machen wir mal ein bisschen Pause. Ja, das Pause ist nicht drin. Das spart Energie, ja. Ja, ach so, und dazu schauen wir jetzt Tele nach. Ja, okay. Achso, Entschuldigung, ja, Telezentralschweiz, Entschuldigung, naja, genau. Wie lange ist es denn? Ah! Jetzt kommt noch gerade eine Pause, oder? Jetzt können wir noch Vorschau über die nächsten Sendungen, über die aktuellen Sendungen. Zum Beispiel kommt jetzt als nächstes gerade noch Schwingerhalle in Willisau wird eröffnet. Oder als nächstes steht dann noch Sprüchli oben 2019, 23 ist der Teil. Ah, ja, da spart man natürlich auch Energie, wenn man sich nicht immer über angebrochene Sendungen ärgern muss. Ja, also da ist ja in Münchner Geld zu sehen, M. Münchner, ja, hat er denn an der Fastnachtseröffnung Geld gespart? Also, das Auto da auf dem Kirchplatz da hingestellt hat, trotz des Parkverbots? Parkverbot? Ja, nur der Tag aus. Da steht nämlich genau. Frei am Tag ab 18 Uhr. Ja, stimmt. Frei am Tag ab 18 Uhr. Ja, stimmt. Ja, frei. Ja. Ja, und zum D, da steht ja auch Platz, gell? Platz. Ja, ja, das gilt nicht für Parkfeier, das ist nur für den Platz, hä? Ja. Ja, aber du, sag mal, am Weißen Sonntag, gell, war da auch das Parkverbot so? Du Mensch, da wo die Erstkommunikanten ohne Musik gehen müssen, in die Kirche ziehen. Ja, aber ich erinnere mich, da war doch schönes Wetter. War da die Feldmusik nicht da? Eben nicht. Darum haben wir sie jetzt um. Da auf die Eisbitze. Fehlt Musik. Ja, du, aber wenn wir gerade bei der Kirche sind, hast du schon was von den beiden neuen Pfarreileitenden gehört? Ja, da habe ich auch etwas gehört.
Das sind beides extreme Energiesparer. Ah! Ja, ja. Wirklich? Ah, jetzt verstehe ich's. Weil die Bier trinken statt Wein, ja? Ja, doch, also Wein braucht ja schon mehr Energie, gell? Ja, nicht nur wegen dem. Es ist natürlich auch wegen der Frisuren. Also der eine der braucht nie Wasser zum Haar waschen. Und der andere braucht dafür keinen Strom zum Rasieren. Die sparen dann auch. Super, das ist super. Du weißt vielleicht, wie der Name von dem neuen Katholischen ist. Also auf dem Briefkasten stehen ja drei Namen, gell? Also Guarisse, Wiesmiller und Walker. Ja, das ist sicher wegen dem Energiesparen. Weil ich meine, wenn jetzt die Kirche besuchen, die nach der Kirche alle mal extra Bahnhof abmögen, Brot und Zeug kaufen, oder? Oder einen Schnaps oder so, hat man gedacht, man dürfte vielleicht im Pfarrhaus auch irgendwas nach eben schon einrichten. Zum Beispiel werden jetzt neue so Sachen verkauft, wie zum Beispiel Guaris. Das ist Guarkarmel und Reis gemischt, das gibt ja so glutenfreie Mischung. Oder es wird das neue Bier von der Miller, das weiße Bier da, das Wiesmiller-Bier verkauft. Und es gibt da noch so einen Whisky vom Walker, das ist sicher auch in dem Sortiment dort oben. Ich nehme es jetzt assig wegen dem. Ja, da kaufe ich bestimmt mal ein. Also das hört sich lecker an, ja. Ja, aber du, sag mal, hast du vielleicht noch etwas entdeckt? Entdeckt? Nein. Aber entdeckt. Wieso denn entdeckt? Ja, weil es im Café Sutter ganz oft zu entdecken gibt. Okay. Ja. Ja, ja, also da steht wirklich entdecken. Aber was ist denn entdecken? Was bedeutet das? Entdecken? Ja, zum Beispiel... Wenn du jetzt zum Beispiel ein Viertel nimmst, oder? Ja. Ein Viertel siehst und jetzt tust du das Viertel entdecken, dann tust du den Decken abreißen. Ja. Oder? Etwa so, tust du die Ecken abreißen und dann gibt das eigentlich eine CD. Ah, ja. Ja, du, das steht doch auch beim Fotischaller. Genau, da ist doch auch so, oder? Ja, nein, beim Fotischaller, das ist es gerade umgekehrt. Umgekehrt? Ja, beim Fotischaller. Da musst du eine CD bringen und der tut das innerhalb von einer Stunde Fotos verwandeln. Hast du zum Beispiel gerade so eine CD dabei? Ja, du, ich hab so eine... Irgend so eine Musik, also, etwas Aktuelles. ABBA-Fan, gell? ABBA ist auch von Schweden. Ja. Guck, so eine schöne alte ABBA-CD. ABBA. Und da... Schau mal. Money, must be funny. In the rich man burns. Money, always funny. In the rich man burns. Ah! Die bringen wir jetzt gerade zum Schaller runter. Aula, aber das ist ganz schön groß, ja? Da kannst du Poster aufhängen. Aus der Bach der Poster und Pfötter, die kannst du dir bringen, jawohl, das ist gut. Aber jetzt haben wir es von so vielen Energiesparern gehabt. Wer ist jetzt der größte Energiesparer? Zwillingsauge. Ja, da musst du ein bisschen außerhalb gehen. CKW ist also schon die am meisten Energie spart, Zwillingsauge. Eindeutig. Weil die haben etwas herausgefunden. Die können aus der Hälfte Strom gleich viel Licht machen. Das geht doch gar nicht. Normal. In der Käppalimatte hinten. Siehst du da zum Beispiel den Unterschied? Das sind 50 Unterschiede. Sieht das jemand? Muss ich mich näher holen. 50 Unterschiede von dem Bild oben zu da unten. Also nicht 50 Minuten, nein. Hör mich! Siehst du auch nichts? Mal! Ich sehe da keinen Unterschied. Das sind, keinen einzigen sehe ich da. Ja, das sind 50% Unterschied.
50%. Ja, genau. Unterschied, also ich. Jawohl. Käppeli Matt ist ja immer so hell beleuchtet mit diesen 12 neuen Strassenlampen. Mhm. Da hat man ein bisschen Einspruch gemacht und dann hat es geheissen, sie tögen um 10:30 bereits auf 50% reduzieren. Und sie haben eben geschrieben, nachdem wir reklamiert haben, das sehen wir gar nicht, das sei immer noch hell, ob sie die Schaltung jetzt gemacht haben, ist wortwörtlich, ich zitiere, ein Mail von der CKW. Ab 22.30 Uhr werden die 12 Straßenlampen auf 50% heruntergefahren. Dies ist jedoch optisch kaum wahrnehmbar. Aber jetzt, also ich als Allergiesparerin, also ich meine, da können wir es doch eigentlich immer auf 50% runterfahren. Dann hätten wir erstens Energie gespart und zweitens auch noch Geld. Gell? Ja, natürlich, das haben wir Käppeli Matt dann kaum gemerkt. Darum haben wir ein Such gestellt, dass sie jetzt auf 25% runterfahren fahren. Komm, dann gehen wir mal schauen. Oh ja, da gehen wir hin. Jetzt Tellen ab auf YouTube abonnieren und nichts mehr verpassen. Mit Bonusmaterial.